Herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei Icarus. Liebe Freunde, ich freue mich tierisch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So sieht's aus und ich will gar nicht lange quatschen. Die letzten zwei Folgen haben wir eine ganz schnelle Mission gemacht. Zur Erinnerung, ich rufe es nochmal kurz ab. Es war, glaube ich, diese hier. Ja, genau, Grabstein Geoforschung. Ich glaube, das war es gewesen. So sieht's aus. Und wir werden dieses Mal diese Mission hier machen. Eissturm-Expedition. Ich habe gesagt, wir wollen das nach und nach hier einmal nachspielen sozusagen, da wir die Probleme mit dem Charakter gehabt haben. Das bedeutet, wir werden hier gleich reingehen. 6 Tage, 23 Stunden. Und eine Sache will ich dazu sagen, denn Icarus ist ja darauf ausgelegt und ausgebaut, dass man in Realzeit eine Mission quasi entsprechend abschließt. Das bedeutet unter anderem, dass ich keine längeren Pausen über mehrere Tage machen kann, wenn ich eine Mission angenommen habe. Das führt wiederum dazu, dass ich, wenn ich jetzt Missionen mache, und die machen wir jetzt, Missionen am Stück vermutlich aufnehmen werde. Das heißt, es gibt mehrere Folgen, in der ich versuche, die Mission zu erledigen und nach Missionsabschluss quasi wieder eine kleine, ja, ich sag mal, Produktionspause einlege. Oder wenn ich die Zeit habe, entsprechend eine kleinere Mission nach einer großen Hauptmission hinterher schiebe. So, das dazu, das bedeutet auch schlussendlich, dass ich, wenn es Kommentare gibt, erst, ich sage mal, nach einer Session sozusagen, nennen wir es jetzt mal Session, erst danach auf die Kommentare eingehen kann. So, ich werde das versuchen, so umzusetzen, dass ich sage, so, jetzt ist, beginnt die Session, beginnt jetzt, also das ist eine Folge, wo eine Session beginnt. Und ich werde auch sagen, so, jetzt beende ich quasi eine Session. Das werde ich immer in den Folgen entsprechend dann versuchen anzukündigen. So, wir haben 425 von den Resource Points, sage ich es mal, und 100 von dem exotischen Material. Und zwei Sachen möchte ich machen. Zum einen möchte ich einmal kurz in die Talente reingehen. Da haben wir 11 Punkte verfügbar. Die möchte ich erstmal übrig lassen, denn wie ihr wisst, nach 40 gibt es keine Talentpunkte mehr. Und aktuell sieht es so aus, dass wir nicht in dem Zugzwang sind, hier Punkte zu investieren. Es sei denn, wir merken in der Mission, da passt was nicht. Dann können wir immer noch entscheiden, oder dann kann ich immer noch entscheiden, welche Punkte ich da reinbringe. So, dann haben wir das Thema Ausrüstung. Da haben wir nur die beiden Anzüge. Das scheint im Moment der bessere zu sein. Und wir haben die beiden Module hier, die auch noch ein bisschen Perks bringen. So, was will ich machen? Ich will zumindest eine Sache investieren. Und zwar nicht in Anzüge oder dergleichen. Auch nicht in Bogen. Aber ist natürlich auch eine coole Sache, ne? 400 für einen ordentlichen Bogen. Nein. Will ich nicht machen. Ich habe mir was überlegt. Und zwar möchte ich für eine Missionsmöglichkeit, um schnell an Eisen ranzukommen und entsprechend gute Ressourcen rauszuholen, möchte ich Folgendes machen. Und zwar möchte ich hier in eine dieser Spitzhacken, die MXK-Spitzhacke, investieren. Hier gibt es nochmal einen erhöhten Abbauradius und 115% Ertrag durch Bergbau. Zwei Sachen scheinen neu dazugekommen zu sein. Zum einen können wir hier jetzt über diese Variante hier, das ist nicht viel Lebensmittel quasi, um nicht zu verhungern, können wir hier über Kometenkohle, einen Stapel Kometenkohle, der scheint gut für die Verbrennung zu sein, auch einen sogenannten mobilen Hochofen quasi freischalten. Das finde ich, ist eine interessante Geschichte, wenn man jetzt schnell, ich sag mal, eine kleine Basis errichten will, ohne groß irgendwelche großen Öfen herzustellen, könnte man das als mobile Variante nehmen. Und genauso hier das Lagerfeuer. Das behalten wir mal im Hinterkopf, weil der Ofen schon ziemlich teuer ist. Das Lagerfeuer ist eigentlich auch recht teuer. Ja, ist eigentlich auch recht teuer. Wärme- und Lichtspenden kann zum Kochen verwendet werden und brennt unter allen Bedingungen. Was wiederum gut ist, wenn es regnet, unter allen Bedingungen, ja, wenn es regnet und es nochmal minus 25% Ressourcen kosten. Von daher, lass uns mal kurz durchrechnen, das erforschen. Hier sind 25, dann haben wir das 75, sind 100 und dann nochmal 50, also 150, die hier runtergehen. Das macht dann 325, 275, die übrig bleiben. Und dann hätte ich ganz gern 75 zum Erforschen und 25 zum Herstellen. Also beides an der Stelle wäre möglich. Ist das richtig? Nein, natürlich nicht, weil ich hier die Kohle vergessen habe. Okay, dann richten wir uns trotzdem schon mal drauf aus. Ich werde jetzt hier mal einen Punkt investieren für die Forschung, dass wir das soweit freigeschaltet haben.
Ja, ist gereached. Das möchte ich erstmal nicht ausgeben. Das gucken wir nach der Mission. Ich möchte trotzdem hier diese Spitzhacke herstellen. Ich möchte auch diese Spitzhacke forschen. Ich möchte auch diese Spitzhacke herstellen, dass ich sie mitnehmen kann. Ja, für etwaige kurze Missionen, wo wir schnell an Eisen ran möchten und zwar in der entsprechenden Menge, dass wir es freischalten können. So, ich denke, das reicht erstmal. Wir haben ja schon mal ein paar Punkte ausgegeben. Das ist schon mal sehr gut. Rein theoretisch könnten wir jetzt hier den Bogen erforschen, allerdings nicht herstellen. Von daher macht das erstmal keinen Sinn, auch nicht für die entsprechende Mission, die wir jetzt ausführen. Denn ich werde gucken, wir gehen hier rein und ich klicke jetzt an. Wir hören uns das jetzt ganz kurz an und dann erzähle ich noch ein bisschen weiter was davon. So, seems the UDA has noticed you. Told Lagos unit to offer you this one direct. They want Arctic territory opened up. Whole new zone. Untouched, uncharted, and seriously unsafe. Some wild weather patterns happening in there, which has got Group 15 interested too. Upside is, it pays real good. But it ain't a walk in the park. What do you think? So, er hat zu Ende gesprochen. Also, hier müssen wir drei Gerätekomponenten bergen und das Gerät zusammenstellen und dann wahrscheinlich eine Messung durchführen. Dafür haben wir 6 Tage, 23 Stunden Zeit. Belohnung 125 Resource Points. Und ich werde dieses Gebiet beanspruchen. Logischerweise. Die Frage ist, nehmen wir diese Spitzhacke mit? Denn ich möchte definitiv auf Eisen gehen. Und zwar, um die Eisenausrüstung zu bekommen. Die Frage ist, ob wir das unbedingt mitnehmen müssten, also die Spitzhacke selber. Ich denke, wir machen es einfach. Ich denke, wir machen es. Wir haben es gekauft. Wir sollten es auch einsetzen. Von daher nehme ich das als Loadout mit raus, die Module hier entsprechend auch. Bestätige da die Ausrüstung und dann schauen wir mal, wo wir runterkommen. So. Hier einmal bestätigen. Ich habe mir hier eine kleine Karte nebenbei aufgerufen. Die Karte ist einzusehen über MapGenie.io, also MapGenie.io. Da findet ihr viele, viele Karten, auch von anderen Spielen, aber Ecos Maps oder die Ecos Map ist hier sehr zugänglich. Wir schauen mal, in welchen Quadranten wir runterkommen und wo wir quasi hin müssen. Ja, ein bisschen ja, Vorinformation habe ich an der Stelle natürlich. So, wir können schon mal reingehen. Dann haben wir hier das eine Modul. Wir haben hier das andere Modul. So, und wir haben die Spitzhacke. So. Sehr schön. Wir gehen mal gleich auf die Map. Wir sind in D11. Und das ist grundlegend schon mal. Ja, rede weiter. There's heavy weather, freezing temperatures, and God knows what else over there on the ice. And there's more. Group 15's got meteorological tech they want tested up there. But the last storm scattered the drop drones to hell. You need so to find them, fix them, set it up somewhere safe, and run a test fire during a storm. Good okay. News is, looks like terraforming threw the region into some kind of storm loop. I told you this one was wild. Check your map for markers. So. Then do what you gotta do. Ja. Okay, sehr schön. So, nochmal. Wir sind in D, ist das N? Nee, U11. In U11 sind wir gelandet. Wir haben hier einen See. Wir hätten hier auch zwei Höhlen, wo wir Eisen abbauen können. Einmal hier oben und einmal hier. Hier unten ist unser erstes Objective quasi dort. Das ist eine Gerätekomponente, die wir einsetzen müssen. Hier unten wäre eine Gerätekomponente und hier wäre eine Gerätekomponente. Von daher würde ich einfach vorschlagen, wir werden jetzt die Grundressourcen decken, quasi alles entsprechend mitnehmen und dann hier nach N12 gehen, denn dort ist auch eine Einerhöhle und da sollte für den Anfang genügend Eisen drin sein. Hoffe ich doch, ansonsten können wir immer noch in die Dreierhöhle hier oben wechseln. Das ist das eine, das heißt, als allererstes gibt es jetzt erstmal die Standard-Grundressourcen hier, die wir abfarmen werden.
Stein, Stein, Stein. So, Spitzhacke brauchen wir theoretisch an der Stelle erstmal nicht. Wenn wir gleich erstmal genügend Fasern einsammeln. Das Prozedere ist dasselbe wie sonst auch. Was wir sonst hier entsprechend machen. So, wir haben nicht genügend Stein für... Oh, da ist schon der Wolf, der erste. Ein bisschen aufpassen. So, meine Hütte möchte ich auch nicht hier bauen, sondern entsprechend dorthin füllen, wo ich es gesagt habe. So, die vier, die Spitzhacke. So, und schon haben wir entsprechend die Möglichkeit. Wir stellen natürlich das her. Wir stellen zweimal das her. Ne, Stein fehlt jetzt. So, herstellen. Den in die Warteliste. Wir nehmen die Fackel gleich mit rein. So, dann haben wir das zumindest. Eine Sache ist neu dazugekommen, hier dieses L. Und zwar scheint das... Oh, scheint das die Lampe zu sein. Ja, das haben sie neu gemacht. Das finde ich gar nicht verkehrt. Ist so maximal 5. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen mal 2 maximal. Das stellen wir erstmal her. So haben wir die Möglichkeit, liebe Leute, dass wir... So, jetzt muss ich hier nochmal eben kurz umdenken. So, 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 so. 5, 5. Und hier müssen wir auch nochmal Max machen. Das ist aber... So, jetzt habe ich genug gequatscht. Die Möglichkeit hier, Lampen, glaube ich, reinzupacken. Ich weiß gar nicht, ob das für die Fackeln auch gilt. Wir werden das gleich mal ausprobieren. So, noch kurz 40 Steinpfeile oder dergleichen herstellen. Ich hoffe, ich habe schon so viele Ressourcen. So, so. No, nee, ich habe nicht genügend Sträucher hier, nicht genügend Äste. So, ich gehe trotzdem mal auf die 1. So, 420, glaube ich, Sträucher brauchen wir für zumindest die erste Ausrüstung. So. Oh, der hat uns gesehen. Ist jetzt aber auch nicht so dramatisch. 40. Zack, komm, stell her. Mal 40 Pfeile, das passt soweit. Das können wir fallen lassen, das brauchen wir erstmal nicht. So, dann herstellen, 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 herstellen und herstellen. Ich hoffe, das passt alles. Ja, passt. Sehr schön. Gefällt mir. Damit sollten wir... Nee, Legs fehlt noch. Also die Beine fehlen noch. Beinschienen. Da fehlen glatt noch Fasern. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon reicht. So, 4. Dann nehmen wir uns schon mal ein bisschen Holz mit. Brauchen wir spätestens fürs Lagerfeuer. So, jetzt will ich eins ausprobieren. Ja, das funktioniert. Wenn ich jetzt L drücke, dann haben wir Beleuchtung, während wir unterwegs sind quasi. So, ich drücke jetzt L nochmal weg und wir werden uns hier jetzt den Wolf annehmen. Zack, sehr schön. Den ersten Pelz, den wir hier rausschneiden können. Beziehungsweise die ersten Knochen, ganz wichtig, gleich Knochenmesser machen an der Stelle. So, ein weiterer. Und auch ganz wichtig natürlich, wir brauchen ein bisschen Oxide.
So, und es ist 17:30 Uhr, merke ich gerade. Wir sind einen ganz, ganz, ganz fiesen Absprung geschafft hier. Wir werden wahrscheinlich nicht rechtzeitig Pelze bekommen. Das macht aber nichts, dann werden wir halt einmal in der Nacht durch die Gegend rennen. Das haben wir in der letzten Folge ja auch schon ein paar Mal gemacht. So, Inventar 50, zack. Dann haben wir das hier schon mal dran. Das sieht gut aus. Wir wollten die Beinschienen noch machen, ne? Jetzt guck noch mal eben ganz sicherheitshalber. Ja, das waren die Beinschienen, die wir hier machen wollen. So, wir könnten die Sickle herstellen. Haben wir beim letzten Mal ja versucht. Brauchen wir an der Stelle nicht, aber wir können ein Knochenmesser herstellen. Ist das Knochenmesser reduziert worden? Ich weiß es gar nicht. Stellen wir das Knochenmesser her. Das können wir zerstören. Das brauchen wir dann an der Stelle nicht. Sehr gut. Wunderbar. Ein zweites Knochenmesser wird in Angriff genommen. Auch gut. So, der große Hirsch. Mal gucken, ob wir genügend Pelz rauskriegen da. Nein, reicht noch nicht ganz. Aber auch den hier haben wir ganz gut erwischt. So. Ja, da hilft wohl nichts anderes, als dass wir... Doch, hier können wir noch ein kleines bisschen jagen. Das haben wir geschafft. Sehr schön. Dann sehen wir mal zu, dass wir... Oh, Pelz ist auch nicht dabei gewesen. Jetzt haben wir 14 Fell. Eigentlich, ich hoffe, wir... Vielleicht schaffen wir es sogar noch. Vielleicht schaffen wir es noch. 6 Pelz brauchen wir noch. 3 Pelz. So, mach mal L an. Das ist absolut das Beste, was wir machen konnten. Bin ich ganz ehrlich. Oh, das war blind, aber gut. So, 20 Fälle. Leute, wir haben es geschafft. Wunderbar. Wir stellen einfach mal unseren Schlafsack her. Und ich würde sagen, ein kleines Hütchen, um quasi hier nicht im Dunkeln rumrennen zu müssen. Wir müssen eh in diese Richtung hier. Ich werde es markieren. Das ist dort hinten. Und von daher sammeln wir noch ein paar Stöcker. Noch ein bisschen den Zeuge hier. So, reparieren natürlich. Wir können nochmal herstellen. Oh, Wolf, okay. Der hat uns nicht gesehen im Dunkeln. Sehr gut. Dann nehmen wir es mit. Können wir alles gebrauchen für Knochenpfeile, die wir gleich in Angriff nehmen werden. Aber erstmal gibt es noch ein Knochenmesser, was wir schon haben. Zerstören. So. Zack, dann machen wir nochmal 2 Nähsets. Die sollten wir auch nicht vernachlässigen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Dann haben wir einen Holzboden. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 Wände. Ja, sehr gut. Ein Holzdach und 2 von denen. Und damit hätten wir schon eine kleine Hütte. Sehr gut. Wir brauchen noch ein bisschen Stein. Das sollte kein Problem darstellen. Und dann können wir schon unsere... Lagerfeuer machen. Sehr ordentlich. So, dann geht es am besten hier schon mal runter. Oh! Hey, das tat weh. Das wollte ich gar nicht.
Okay. So, bauen wir unsere Hütte hier oben auf? Ich weiß es nicht. Wollen wir es machen? Nee, ich glaube, wir gehen hier runter zum Wasser. Ich glaube, wir gehen hier am besten runter zum Wasser. Hier, hier ist eine kleine gute Möglichkeit. So, dann haben wir den Boden. Den platzieren wir mal in diese Richtung. Dann haben wir die Wände. Haben wir nicht, weil ich gerade merke, dass wir keine Möglichkeit der Wände haben. Nee, uns fehlt noch Holz. Das müssen wir auf jeden Fall noch farmen. Machen wir auch. Und wahrscheinlich noch ein paar Stöcker oder sowas in der Richtung. Ja, beste Innovation. Vielen Dank, liebe Entwickler, dass ihr auf diese Community gehört habt. Dieser Mensch, es ist aber auch wirklich ganz schön ätzend, anstrengend hier im Dunkeln. Man kann nichts sehen, man kann nichts hören. Und ihr wisst ja, was wir für Probleme gehabt haben. Als wir... Ach, wir haben kein Stroh. Das ist natürlich auch doof. Dann müssen wir ein bisschen Fasern einsacken hier. So, schaffen wir jetzt die 4? Max 4. Jawohl, herstellen. Wunderbar. So, das dahin, das dorthin und die 4 dorthin. Und dann sind wir doch schon mal ganz gut drauf. So, den Eingang will ich ja wohl... Ja, ich will den Eingang dorthin setzen. Zack. So. Wie gesagt, das nehmen wir nachher mit. Ja, das ist ein gutes Baumaterial. Das nehmen wir nachher mit. Wir haben keine Tür, sehe ich gerade. Wo ist die Tür? Dort. Uns fehlen noch Fasern. Das schaffen wir doch wohl noch. Irgendwo hier noch ein paar Fasern. Hier ist noch ein Baum. Okay, nehmen wir den Baum. Ist Brennmaterial. Na, will er nicht? Doch. Ich wollte sagen, er muss doch wohl, oder? Er muss doch wohl. So, ein paar Fasern nochmal einsacken hier. Das sollte jetzt nicht das Problem darstellen. Und wir müssen die Tür noch machen. Wir müssen auch das Lagerfeuer noch machen. So, die Tür haben wir hier. Sehr schön. 8, zack. Dann geht das da rein. Dann nehmen wir uns die 9, wählen das Format aus. So soll es sein. Dann haben wir die 0 für unser anderes Format. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Dort. Zack. Ist das raus. Das ist raus. Das ist hier. Sehr gut. So, das kommt dahin. Das kommt dahin. Die 8. Zack. Und die 9. Zack. Und dann haben wir... Oh, nein. Jetzt habe ich... Ja, genau. Richtig. Erstmal wollte ich den Erscheinungspunkt setzen. Dann werden wir hier das Lagerfeuer anmachen und uns schon mal ein wenig Essen craften. Liebe Freunde, damit wir nicht verhungern. Und ja, dann philosophieren wir. Wenn wir jetzt gleich schlafen, ist es nächster Tag. Dann bauen wir hier alles ab. Dann brechen wir die Zelte ab. Dann sehen wir zu, dass wir rüberkommen. Schlussendlich, weiß gar nicht, kann ich mal ausmachen. Dann sehen wir zu, dass wir rüberkommen. Ja, dann gehen wir hier durch diesen schmalen Durchgang, gehen hier hin und werden uns entsprechend ein wenig nah an der Höhle platzieren. Die Einserhöhle. Ich muss mal eben kurz gucken, ob wir hier die Möglichkeit haben. So, N12. Öffnen. So, dort soll nämlich zumindest drin sein. Island-Teile. Also es soll eigentlich alles drin sein. Und zwei Würmer. Das ist also bezwingbar an der Stelle. Und genauso sieht es aus. Und dann glaube ich, können wir da zumindest schon mal unsere kleine Base aufbauen. Uns ein bisschen auf Eisenproduktion hinarbeiten. Und ja, ich würde sagen... Das ist es. So, haben wir denn ein bisschen was zu essen? Jawohl, wir haben was zu essen. Konsum. Sehr schön. Und wir lassen nochmal so 2, 3 Stückchen Fleisch durchgehen. Dann gehen wir pennen. Dann sacken wir alles ein. So, das dritte machen lassen wir jetzt noch machen. Machen das Feuer, schlafen, machen das Feuer aus, packen alles ein, sehen zu, dass wir da rüberkommen und nutzen das schon mal als Basis. Ich denke, ich werde mal so eine
2x3, also eine 6er Basis will ich mir aus Holz aufbauen an der Stelle. Und kleine Kisten und so weiter. Wir kennen das ganze Spiel. Und dann in die Eisenproduktion einsteigen, um Eisenwerkzeuge zu machen. Ja? Auch Eisenpfeile, also Feuersteinpfeile machen. Eisen-Axt. Eisenmesser, ganz wichtig, Eisenmesser. Und genau, das ist erstmal der Plan. Und weiterführend dann natürlich die Geräte einzusacken. Und wir müssen Pelze machen. Wir gehen ins Eisenbinum. Ja, wir müssen Pelze machen. Ohne Pelz geht da gar nichts. Und das heißt, wir müssen dann entsprechend an der Stelle auch jagen. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Wir haben das Steak Nummer 4. Sehr schön. So, dann können wir uns hier hinlegen. Jetzt ist es 7 Uhr. Wunderbar. Wir können das Ganze deaktivieren. Wir schnappen uns die Kohle. Brauchen wir nicht unbedingt. Das ist schwer. Das wird uns nicht helfen. So, dann nehmen wir... Irgendwas schnüffelt hier draußen rum. Das war nur das Reh. Okay. So. Ah ja, die Tür mit X aufnehmen. So, und irgendwie konnte man die Hütte aufnehmen. Ich weiß noch nicht mehr wie. Ah, mit Y. Sehr schön. Okay. So, das ist eigentlich nur Anzeige. Wir schauen noch mal kurz rein. Inventar, wir haben, ja, wir haben alles. Wir sind nicht überladen, es ist alles tippitopp, es ist alles gut, es ist alles schön. Wir werden hier eine Rutsche trinken. In der Hoffnung, dass wir nicht vergiftet werden. Dann schauen wir einmal kurz, was unsere Knochenpfeile sagen. Da können wir 20 Stück herstellen. Zwei bleiben übrig. Wir machen mal 19. Ich will ein bisschen was behalten für die Nummer. So, dann können wir das zerstören. Jawohl. Oh, okay. Sehr gut. Ne, den will ich nicht. Den will ich hier haben. Das sind Steinpfeile. Da sind wir jetzt drüber weg. Wollte ich gerade sagen. So, dann nehmen wir das Ganze. Haben wir ein paar Knochen dazu gewonnen. Was haben wir maximal? So, ich nehme immer einen Pfeil weniger, damit wir noch was zum Reparieren haben. Das sollte so sein. So, dann werden wir mal Sneaky Peaky jetzt. Ich mache nochmal das Licht an. Das ist vielleicht ein bisschen günstiger, wenn wir noch ein bisschen mehr Licht haben. So, das Problem hier ist, dass dort hinten ein... ein Bär sein Zuhause, seinen Bereich, sein eigen nennt. Und da muss man wirklich doch extrem aufpassen, vor allem, weil wir keinen Respawn-Point haben. So. Jetzt schauen wir noch mal kurz, wie es uns geht. Wir haben noch genügend O2, wir haben zu essen, es passt alles, ist alles okay. Ist die Frage, ob das schon der Bär ist, ne? Wir müssen das ein bisschen scouten. Nein, es ist ein Hase, Gott sei Dank. Das Gute ist, und das kann man ja schon erkennen, sind diese Lebensbalken, die uns hier angezeigt werden. Oh. Das ist ein Riesenvorteil. So, und ich glaube, wir können die Fackel ausmachen. So, bis jetzt sehe ich keinen Bären. So, hier ist übrigens die Dreierhöhle. Hier. So, und ich glaube, wir sind gut daran. Wir werden gut daran bestellt. Na, wo ist er? Da. Ich will ihn wenigstens mitnehmen. So.
Okay, sehr schön. Wunderbar, Leute. Läuft. Läuft bei uns. Was wir jetzt an Pelzen rausholen, was wir jetzt an Sachen rausholen, das brauchen wir nachher nicht farmen, wenn wir die Pelzsachen haben wollen. Hier ist noch ein Hase, den können wir auch noch mitnehmen. Der arme Bursche. Aber immerhin so reparieren, 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 reparieren. Sehr ordentlich. Perfekt. Perfekt. Das läuft sehr, sehr gut. Ist das ein Schlafender? Das sieht so aus. Jawohl. Und das ist auch perfekt. Sehr schön. Das bringt Fleisch, das bringt Fell, das bringt Pelz. Das sparen wir uns fast das Jagen schon. Und mit Eisen geht es halt noch eine Ecke schneller, ne? So, ich hoffe. Gut, das ist nur ein Büffel gewesen. Ja. Das war nur ein Büffel. Wir haben hier die Gämse noch. Okay, den hat es auch noch zerlegt. Sehr schön. So. Perfekt. So. Wir ignorieren das jetzt alles ein bisschen. Ja, auch die Tierwelt hier ignorieren wir so ein bisschen. Das Erste, was wir jetzt machen werden, ist... Okay, Storm Incoming ist nicht so prall, nicht so toll. Wo will ich hin? Ich will hier das Bergbaugerät einsacken und ich möchte ganz gern hier so in diesem Bereich, hier vielleicht, dort, da möchte ich ganz gerne meine Hütte aufbauen. Wir haben jetzt ein bisschen Wind, das ist alles okay, das ist alles in Ordnung. Das können wir, da können wir mit um. Oh, jo, alles klar. So, wir können hier auch noch mal ganz kurz so eine Beere konsumieren. Die bringt uns auch noch mal ein bisschen Ausdauer und Power. So, jetzt gucken wir schon mal, wo sind wir denn? Ach, wir sind da, okay. Wir müssten da noch rüber. Machen wir auch. Gehen wir kurz hin. Ich merke, das Mikro hängt ziemlich niedrig. Ich hoffe, es hat jetzt keine Auswirkungen. So, hier ist das erste Geräteteil sozusagen. Mal gucken, ob wir das permanent im Inventar mitführen müssen oder ob wir das... Ja, wir müssen es theoretisch im Inventar mitführen, ne? Okay, wir wissen, dass es hier ist. Wir lassen es erstmal liegen, wir brauchen es erstmal nicht. Wir suchen uns jetzt ein hübsches Fleckchen. Und ja, die Frage ist, ob wir nicht einfach hier oben bauen, oder was? Das ist doch eigentlich ein hübsches Fleckchen hier. Ja, ich glaube, wir machen das. Ich glaube, wir machen das. Packen wir mal kurz die Pickaxe aus hier, weil ich gerade sehe, die Scheinaxt. Oh, da ist ein Wolf. Sehr schön. Das war Bullseye. Bullseye. So. Oh nein, nein, nein. Ich muss es hier einsammeln. Geht es nicht? Warum geht es nicht? Warum geht es nicht? Dann lassen wir das hier fallen. Das geht hier rüber. So. Der Rest funktioniert. Liebe Leute, da würde ich sagen, haben wir unseren Platz gefunden. Wir haben ein kleines bisschen überzogen, aber das gleicht so ein bisschen das Gelabber und das Gequatsche von mir aus, was ich davor gemacht habe.
Und ich denke, wir werden hier unser kleines Häuschen aufbauen, hier direkt an der Klippe. Ich finde das toll, ich finde das schön. Und ja, damit bleibt mir nicht viel zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Wenn ja, dann lasst mir ein Däumchen da, gerne auch ein Abo, wenn ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt. Und ganz, ganz wichtig, schreibt mir was in die Kommentare. Ich lese es mir gerne durch. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.